Dann sage ich herzlich willkommen im Mariasplatz, da steht es auch ganz schön schon. Freuen uns, dass Sie alle zu uns heute gekommen sind, um unser neues Projekt kennenzulernen. Unser Projekt ist unser gemeinsames Projekt, also von der Brauerei, mein Cousin Franz und mir. Wir haben dieses Gebäude hier angepachtet von der katholischen Kirche, weil wir zwei so katholisch sind. Haben sie uns das gegeben. Ja, unsere Kinder sind alle getauft, wir haben das alles, also wirklich die Argumente alle damit angebracht, damit wir auch zusammenkommen. Nein, wir haben mit dem katholischen Pfarramt hier einen Pachtvertrag ganz normal abgeschlossen, die Brauerei und wir im Platzhotel. Und betreiben das Objekt eben jetzt. Und ich glaube, die sind auch ganz froh, dass sie uns als Partner haben. Wir haben das zusammen entwickelt und auch die Bauphase zusammen gestaltet. Und dass sie immer gut miteinander auskommen. Und denke ich, haben aus dem Objekt, das ja doch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, auch wieder was sehr Schönes gemacht. Wir haben das Ganze Mariasplatzen genannt. Das hat eben den Bezug zum einen hier zum Maria-Hilfplatz. Das ist ganz naheliegend. Aber auch den Bezug zu unserer Großmutter, die Maria Crescenz hieß. Und der Name sich hier dann sehr schön verwirklicht. Unsere Oma war wirklich eine leidenschaftliche Gastgeberin und hat alles, was Gastronomie und Hotels geliebt und war natürlich speziell in Aing, wo sie ja gelebt und gewirkt hat, tätig, Brauereigast und Hotel und auch ein bisschen für die Brauerei mit. Und ich glaube, da ist der Bezug eben sehr schön zum Namen von der Maria. Darum ist es Mariasplatz. Wir wollen natürlich durch den Namen ausdrücken, dass es ein Gesicht hat, dass das Ganze eben, dass man sich daheim fühlen soll wie bei der Maria und auch in Bezug eben zu dem Lokalkolorit hat, also hier zu dem Platz selber in Bezug hat, zum Mariahilfplatz. Und drum haben wir sehr viele Teller hier aufgehängt. Und jetzt werden Sie schon alle wissen, wieso. Weil natürlich gleich nebenan die Auerdulz stattfindet. Und das ist an sich der größte Geschirrmarkt und Hausartikelmarkt, den es gibt weltweit. Jetzt mal zusammen, das ist auch gut, weiß ich jetzt auch nicht. Aber zumindest der nicht dauerhaft da ist, ist es der größte Markt für Geschirr und Hauswaren. Und da haben wir eben viele Teller, nicht jetzt direkt von Auerdulz organisiert. Manche sind sogar aus Altbeständen, da sehen Sie auch noch Platz draufstehen auf manchen Tellern. Manche sind vom Flohmarkt, also da gibt es ganz unterschiedliche Zusammenstellungen, die wir hier hergenommen haben, um die hinzuhängen. Also wir haben dann wirklich in detaillierter Kleinarbeit an der Decke alles angeschraubt. Wir persönlich hätten jetzt beinahe gesagt, nein, natürlich nicht, aber das haben die Handwerker gemacht. Aber das ist viel Handarbeit, die da dabei ist und natürlich auch festgeklebt an den Wänden. Die sind sicher. Knapp 1000 Teller, die im Haus verbaut sind, also natürlich auch auf den Fluren. Und wie Sie sehen, ist auch die Beschriftung auf den Tellern eben auf den Teller gehalten, damit man sieht, wie sich das widerspiegelt. Also